Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und auch heute geht es um den Kia Proceed GT. Und ja, es gab ja schon, wie gesagt, ein erstes Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wo es halt eher um das Fahrzeug allgemein geht, dann checkt das auf jeden Fall aus und schaut es zuerst an. Und ja, heute geht es, wie gesagt, nur um das Fahren, dass wir da mal einen Eindruck sammeln, was der Kollege so alles drauf hat, weil ja, er hat ja nicht umsonst den Namen GT. Das heißt, er ist auch ziemlich sportlich und genau das wollen wir heute mal auschecken. So, ich mache ihn gleich mal an, dann hört ihr auch mal den Sound von innen. Wie gesagt, ihr habt den Sound ja schon in Teil 1 gehört und der hört sich ziemlich gut an. Wir können ja jetzt noch mal einblenden. Also er hat richtig Wumms, das ist... denke ich mal, kaum abzustreiten für den 1,6 Liter Vierzylinder. Das kann er schon viel, viel besser als manch anderer. Und ja, ich mache jetzt mal an. Wie gesagt, er startet ganz normal im normalen Modus, damit ihr auch mal von innen hört. Das ist der normale Modus. Und jetzt einmal in den Sportmodus geschaltet. Wie gesagt, wir haben im Kia Proceed GT nur zwei Drive Modes, also entweder den normalen oder den Sportmodus. Was anderes könnt ihr da auch gar nicht wählen. So, jetzt gebe ich mal mit Sportmodus noch mal Gas und wir haben, wie gesagt, einen kleinen Soundgenerator von innen auch. Wir haben einen Drehzahlbegrenzer bei 4300 Umdrehungen. Aber ich würde sagen, das klingt, wie gesagt, sehr nice. Und das gibt uns auch viel Laune, das hier auch jetzt noch weiterzumachen. Ja, und auch im oberen Drehzahlbereich ist er immer noch wunderschön und es ist nicht nur ein Geschreie, sondern er klingt auch sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen mal ein kleines 0 auf 100. Wie gesagt, 7,5 Sekunden hat er angegeben. Ja, 7,5 Sekunden sind vielleicht nicht unbedingt so schnell auf dem Papier, aber es fühlt sich alles definitiv schneller an, was auch an dem Sound liegt, das ist ganz klar. Und ja, vor allem auf der Landstraße, wie er die Kurven nimmt, ist alles sehr cool. Wir haben ein sehr knackiges Fahrwerk, das auch sehr nice ist. Und das Fahrwerk ist auch sehr, sehr direkt und sehr stark. Und das gibt nur Laune auf mehr, auch dann drauf beschleunigen. Ah, der Motor ist schön, das hört sich super an. So Leute, wir beschleunigen mal raus von 50 auf 100. Ja, das ist sehr, sehr nice. Vor allem kann ich auch... Ja, ich kann das DSG schon sehr empfehlen, weil auch wenn ihr manuell schaltet, die Gänge werden blitzschnell geschalten, du spürst echt kaum was, nur ganz, ganz wenig. Ab auf die Autobahn! 204 PS, 265 Newtonmeter, ja, Vmax 225 km/h sind angegeben. Und ja, was mich vor allem interessiert ist, wie gut er zieht und wie er sich so verhält. Wie lange ist wirklich eine gute Beschleunigung zu spüren? Das sind so alles Sachen, die mich vor allem beim Proceed GT hier gerade sehr interessieren. Weil der Sound, Leute, ist so... Der ist echt Hammer. So, also ich gehe mal ganz normal bei 120 aufs Gas. Zum Sound sagen kann, ist, dass der im hochtourigen Drehzahlbereich, also wenn wir jetzt mal bei 5000 Umdrehungen sind oder sowas, dass der immer noch echt sehr gut klingt. Also es ist kein komplettes Geschrei und Gejaule mehr, sondern er hat immer noch einen sehr coolen Klang. Das ist echt, ja, ziemlich nice. Wie gesagt, 204 PS haben wir und das
reicht auch vollkommen, würde ich sagen. Wir haben, ja, ich würde sagen, bis 185 circa geht es auch flott vorwärts. Ab dann ist das nicht auch, ja, ist auch ein bisschen am Quälen, so nach 200 ist dann sowieso alles nur noch in ganz langsamen Schritten. Aber das geht eigentlich voll klar. Also das Fahrwerk ist, wie gesagt, schon sehr steif, sehr stark. Und das Lenken wird sofort ausgeführt, die Lenkbefehle klappen sehr gut. Und ja, irgendwie macht man da keinen großen Unterschied zwischen normalen Modus oder Sportmodus. Das ist da irgendwie ziemlich gleich. Das heißt, so für längere Strecken, keine Ahnung, da fehlt vielleicht ein bisschen Komfort. Aber es macht halt unglaublich Spaß, ne? Und das, denke ich mal, auch so der Hauptgrund, weshalb man sich dann auch einen Pursuit GT nimmt. Hier wieder die Lenkung ist sehr gut, das Heck macht keine Anstalten. Das ist sehr gut, Freunde. Das klappt wunderbar. Die Kurven werden richtig gut genommen. Und jetzt geht mir einmal wieder komplett aufs Gas. Kleine Gedenksitze gewartet. Und da sind wir 120, 130, 140. Fall unheimlich Spaß, das ist ganz klar. 204 PS, die werden komplett auf die Straße gebracht. Das Fahrwerk ist echt super, die Lenkung ist mega gut. Und ja, das Fahrwerk, wie gesagt, einziger Minuspunkt vielleicht. Wenn man doch mal ein bisschen mehr Komfort haben will, dann wäre vielleicht mal so eine Komfortstufe angebracht, würde ich sagen. Nicht nur komplett sportlich, weil auch im Normalmodus hat man halt einen ziemlich lauten Sound und auch eine ziemlich straffe Lenkung. Die Gaspedalannahme ist natürlich etwas geringer, aber sie ist trotzdem da. Und da wird vielleicht der Komfortmodus vielleicht nicht komplett schaden, auch für die, die das Auto gerne auf Langstrecke bewegen wollen. Aber auch das ist wieder mal nur Jammern auf etwas höherem Niveau, sage ich mal. Schreibt gerne mal eure Meinung unter die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, vor allem was ihr vom Sound haltet. Und ja, verbrauchstechnisch, ja, ist das schon eine ganze gute Menge, die der Kollege hier verbraucht. Auch wenn er nur mit 6,2 Liter kombiniert angegeben ist, ist das ein Wert, den ich ja, nicht erreichen konnte. Der ist im Realverbrauch auch nicht zu erreichen, finde ich. Vor allem mit dem Auto, mit der Fahrweise, die man an den Tag legt. Ich bin circa bei 8 Litern gewesen. 8 ist ein ziemlich guter Wert. Dazu gehört sportliches Fahren, dazu gehört in der Stadt fahren. Und auch mal langsamer fahren, also nicht immer komplett auf Sport, auf Krawall aus. Das sind 8 Liter komplett realistisch. Wenn man sich komplett effizient bewegt, dann kommt man auch auf seine 7,5 Liter vielleicht, 7 Liter. Das Fahrzeug ist aktuell gelistet für 31.850 Euro, hat allerdings auch schon über 8.000 Kilometer auf dem Buckel, ist aber komplett voll ausgestattet, das sei dazu gesagt. Und wie gesagt, check auf jeden Fall das erste Video vom Pursuit GT ab, denn da geht es auch nochmal generell um das gesamte Auto, so von der Optik bis hin zum Platzangebot haben wir da auch nochmal alles unter die Lupe. Genau, deswegen check das auf jeden Fall nochmal aus, Leute. Und dann gibt es nochmal ein kleines Gasspiel hier. Und damit verabschiede ich mich, Leute. Danke fürs Zuschauen. Lasst, wie gesagt, ein Like da und ein Abo würde mich freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Haut rein. Bis dahin, ciao.